mit dem Ferdi Bernet, der Gemeindepräsident, habe ich gerade vorhin schon gesagt, Gemeindepräsident von Alpi. Ich wüsste es auch alle. Kannst du wieder Licht machen? Ist für dich, soll ich wieder Licht machen? Ist wunderbar. Doch, da sehen wir ein bisschen. Ja, ja, genau. Ja. Die Übergabe gerne, das Wort ist fertig. Ja, danke Urs. Ja, bitte. Und danke auch für die Einladung natürlich. Und wir möchten eigentlich nicht von der politischen Seite her an die Familie Schaller gehen, sondern einmal ursprünglich natürlich unsere früheren Beziehungen mehr in den Vordergrund rücken, oder? Wo uns, unsere Familie, eure Familie miteinander verbunden hat. Das ist nicht so unwesentlich, oder? Das ist eine Zeit, die zwischen in den 30er, 40er Jahren stattgefunden hat, oder? Und du hast ja die Leitung gemacht, oder? Der Familienverbund hat da gut zugelassen, oder? Und das ist überwältigend, oder? Wie viel, was wir die sich entwickelt haben hier in der Zentralschweiz, oder? Und ich sehe jetzt auch die Bühne, glaube ich. Und in denen ist natürlich auch noch speziell Liebe, muss ich sagen. Wir sehen einander nicht mehr so häufig wie früher, aber wir sehen einander noch. Und es freut mich besonders, dass ich hier gehen durfte. Ein paar Worte über unsere früheren Zeiten sagen. Du hast ja eigentlich die Herkunft und den Stammbaum, hängt ja dort. Alles ist tiptop. Kooperationswappen haben wir pro, oder? Von der Schaller. Das stimmt noch alles, oder? Und wir könnten statt den drei Schellen hätten wir auch können drei Blumen drin tun, weil Großmutter ja. Das können wir ändern, oder? Das ist ja. Aber es ist ja kein Copyright drauf. Gut. Den Grund habe ich auch dort, lange noch studiert, ja. Die Schaller, oder? Das hat mich immer wieder ein bisschen bewegt. Und da hast du jetzt bestens mit dem Junior beschrieben, woher es das kommt. Ich bin auch über die Wanderbewegung eigentlich zu dem gestoßen. Und Kooperationsbürger sind meistens so im 16., 17. Jahrhundert tätig geworden. Unter anderem könnte da auch also die Schaller sein, die sich hier eingekauft haben. Nämlich die politischen und religiösen Wirren, die wir in der Schweiz erlebt haben, auch in eurer Familie sehr wahrscheinlich zugeschlagen und haben sie dann auch bewogen, sagen wir die, die halt bei den Neugläubigen waren, die halt müssen zu den Katholiken und umgekehrt, oder? Und so war es vermutlich auch bei den Schaller gewesen, wie bei den Bernern, oder? Bei uns, oder? Wir sind ja eigentlich Hugenotten, oder? Also, wir sind von Frankreich her hier zuletzt in Altwürde gelandet. Das könnte ja gut möglich sein, bei euch eben auch, wie du sagst, oder? Ja. Das könnten auch andere Gründe sein, aber wenn wir die jetzt einmal dahingestellt, das wäre jetzt einmal der Einstieg, dann können wir auf Altbühr, eben die Kooperationsbürger und die Schaller in der Politik. Und bei der Kirche haben sie jetzt weniger verfolgt, wie sie dort, aber es hat auch sehr wahrscheinlich, auch im Mittelalter hat es ja noch ganz gute fromme Leute gegeben, wie du sagst, die Schaller, oder? Ja. Und, vielleicht hat es jetzt ein bisschen nachgegeben, weißt du, so, aber das ist ja allgemein. Oder? Der Herrgott muss nur dem helfen, wenn es einem nicht gut geht. Oder? Und jetzt geht es ja auch noch gut. Das hören wir jetzt hier noch. Der andere, der über den Graben hingekumpelt ist, oder? Hat auch gesagt, Herrgott, hilf mir. Und als er dann war, hat er gesagt, er hätte mir nicht müssen helfen, weil ich selber über den Graben gekommen. Ja, ja. Gut, dann die Geschichte habe ich eigentlich dann vom Klösterli her mitbekommen. Bekannt ist mir natürlich der Grossvater, der Alfred, und zuletzt bei uns unten, also bei mir gewohnt hat, oder innen, oder? Aber auch der Konrad, oder? Der ist mir natürlich immer auch ein werter Mann gewesen. Der war fleissiger Kirchengänger gewesen, muss sehr fromm gewesen sein, oder? Und hat im Zünihof seine Dienstleistung gemacht, eben von einem grossen Bauernbetrieb. Und ist auch sehr alt geworden. Und von diesen habe ich nur eins mitbekommen, dass es vier Söhne und eine Tochter gewesen sein. Das weiß ich nicht so genau. Das hat man dann dort im Stammbaum, Gemeinderat hat das dort aufgeschrieben, wo es dem Klösterli Stamm rausgekommen ist. Wo dann auch der Toni Schaller, wo man dann, der hat eigentlich ein Schallerblut drin, ja. Er war immer ein guter Redner, oder? Mit seinen politischen Statement.
Und natürlich auch im Fernsehen. Und er hat unsere Bewunderung einfach immer gehabt. Auch von daheim. Wir haben ihn hier im Hauptbürgerbuch verewigt, oder? Als Botschafter. Zürich. Das wir auch noch aufnehmen. Das ist gut. Dann haben wir natürlich die ganze Familie, oder? Hast du schon aufgezeigt. Von den Ältesten, das sind ja 9 Kinder im Gesamten gewesen, oder? Ja. Die habe ich natürlich alle bestens gekannt. Wir haben die Jugendzeit miteinander verlebt, wobei, also ich muss sagen, die Eltern haben ein bisschen Pech gehabt, oder? Weil aus Platzgründen, das war damals halt eine harte Zeit gewesen, da hat man die Eltern zu den Bauern geschickt, oder? Und das war ein bisschen für sie wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, oder? Das ist, im Alfred passiert, im Franz passiert, im Sepp passiert, oder? Im Heinrad. Die Jüngeren hatten ein bisschen mehr Chancen gehabt, daheim zu genießen, also die Familie zu genießen. Gut, die anderen sind geschwind eingekommen, das Wochenende, steigen auf, schön Grüße sagen. Und dann hat man sie so gelernt können, das ist Marie, Sanni. Und so, wobei Sanni eigentlich noch uns am meisten geführt hat, oder? Es war gerade noch so ein bisschen oben uns in den Jahrgängen und hat uns dann in dieser schwierigen Jugendzeit ein bisschen beaufsichtigt. Oder? Das war damals logisch, als Ältester immer, da müssen zu den Jungen schauen. Und ich habe dann als einziger Bub von der Familie Werner Koller, oder, wo unten innen gewohnt hat, hatte ich immer Familienanschluss gehabt, durch den Tag aus. Oder? Am meisten hat mich alle grauen nach oben, oder? Hauptsächlich im Winter. Wenn wir uns getrennt haben, ist alles, haben alle ihre, wie du sagst, Käsesäckchen aus dem Ofen rausgenommen und ab die Post ins Bett. Die haben natürlich nicht alleine ins Bett, sondern zwei so, damit die Käsesäckchen, oder? Und ich bin alleine im Bett und habe gefroren, wie du gesagt hast. Immer die Benieder, oder, die sich so können wärmen oder? Und ich bin fast verfroren in meinem Kämmerchen. Und am Morgen, ja gut, haben wir uns dann meistens wieder getroffen zu einer Untat, oder? Hinter einer Schürze, und noch nicht einmal sind schon. Wir haben natürlich einen grossen Sendelhocker gehabt. Da haben wir damals, ist mir ein Buben, haben auch Röckchen gehabt. Es war einfacher gewesen. Zum Putzen nach dem und was wir darunter da gehabt haben, das weiss ich nicht mehr, das schweigen wir immer. Aber ich weiss noch, dann haben wir einfach die Mädchen geblogen, oder? Das war natürlich auch ein Thema gewesen, und den Sandhocken zerstört, oder? Und so Zeugs. Und dann haben wir uns natürlich mit der Natur auseinandergesetzt. Eure Familie, also Schallers, die hauptsächlich Selbstversorgung mit den Geissen, oder? Und etwas Kindle gehabt und etwas Garten. Und wir haben uns dort auch angeschlossen. Und die Geissen mussten natürlich gefahren sein. Aber Land haben wir nicht viel gehabt. Die Grossbauern haben alles für sich gebraucht. Oder? Dann haben wir einen grossen Weg gehabt, richtig Grosswald hindern. Das war fast 1 Kilometer lang. Bis wir den abgewandert haben mit den Geissen. Oder? Haben die genug gefressen gehabt. Dann haben wir die Kinder noch spielen und wieder rein. Nach der Schule also, haben wir das immer müssen bewerkstelligen. Die Geissen wurden. Und dann ist das Tagewerk mit Holzierträgen natürlich auch. Ja, wir hätten nicht können Wald hindern, einfach auf Irlewand. Sondern wir mindestens müssen mit einem Säckchen Tanzäpfel heimbringen oder Kleinholz zum Feuern, oder? Das war dann obligat gewesen. Da hat es keine Umlauern gegeben, einfach nur sonst, oder? Es hat immer eine Aufgabe gehabt. Klar, haben wir dann in der Freizeit ausser dieser Geissengeschichte, die Sanni natürlich speziell noch in Erinnerung hat. Oder? Nein, wir sind auch die Fotos noch, wie wir die Tiere geliebt haben. Da sind wir natürlich in die Wassermatte. Die Wassermatte hatten einen Vorteil, wir haben dort gelernt, schwimmen, oder? Tauchen zuerst natürlich, bevor wir können schwimmen können. Das Durenwasser ist ja nicht so verreckt lang gewesen, 10 Meter hast du können. Da war der Wein, oder? Aha. Und da ist es dann einmal bald der Juli versoffen. Plötzlich beim Tauchen ist der nicht mehr aufgetaucht. Ja. Und da haben wir ihn rausgerissen. Aber wir haben, zum Glück haben wir es richtig gemacht, dass er wieder angefangen hat zu schnaufen, oder? Das war ein absoluter
Zufall gesehen, dass der uns dort nicht gestorben ist. Oder? Weil, weißt du, das sind vielleicht unsere 6-7 Kinder gewesen, oder? Und alle haben ja auch gehört, oder? Und das letzte ist der Juli plötzlich am Boden und also am Boden, am Bach und gelegen und nicht mehr der gleiche Tor. Da haben wir ihn rausgeschleift, oder? Und dort wieder belebt und zum Glück ist er wieder gekommen. Und, ich weiss noch, wo er geboren worden ist, das ist eben auch noch das Drama, muss ich schon sagen. Wir haben auch im Wald hinten gewesen, oder? Wir haben ihn nicht mehr vorgeschickt, wenn der Wald ist, oder? Wir müssen den Wald hindern. Und der Wald hat etwas Spezielles gehabt. Ich kann mich noch daran erinnern, eigentlich ist sogar eine Horde Wildzeug gezettelt, oder? Von dort weg waren wir ein bisschen vorsichtig gewesen, weil der Vater und Mutter gesagt haben, ja, hauptsächlich der Keiler, der ist sehr böse, oder? Und der ist gezettelt. Da haben wir dem Zeug nicht mehr so recht getraut. Aber das ist aber dann noch, im Juli sind wir natürlich auch wieder die Kinder. Und da ist dann Sanni vielleicht gerufen, jetzt haben wir reingekommen. Sie haben jetzt ein Brüderchen bekommen, oder? Der Juli, ja. Und er weiss noch, kriegt und alles sagt, was, ein Brüderli, das wollen wir gar nicht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das hat Margrit noch einmal gewusst. Das ist ein Drama gesehen. Ja. Auf jeden Fall ist es dann oben beim Reden geblieben. Gell? Ja, ja, der Juli ist dann auch, mit der Zeit hat er dann auch zu uns gehört. Er war dann ein Lieber nachher und hat alle Boshaftigkeit und Lustigkeit, die wir etwa miteinander so als Jugendliche gemacht haben, hat er mittragen dürfen. Es war auch noch die Erinnerung, wie wir dann in die Schule waren damals, oder? Das war während der Kriegszeit ja nicht so einfach. Man hatte sehr viel Freizeit gehabt, natürlich, weil es wieder Militär kam, Schuss. Da sind wir glücklich gewesen. Wir haben können go fischen und go Frösche in den Wässermatten, oder? Und wir Zeit haben das. Und wir hatten eine Freude gehabt, wenn wir wieder etwas essen brauchten. Aber wir natürlich dann auch immer, weil das gestohlen ist, oder? Dann haben die Fahrer zuerst etwa, mindestens etwa 2 Forellen, über den Möchten der Mann müssen. Dann hätten wir ja gewusst, dass die, was passiert ist. Dann haben wir nicht mehr müssen beichten. Und dort hat er ja vermutlich über die Verbindung Mutter gelernt können, weil der Vizu ja auch dort oben gearbeitet hat, im gleichen Hof, weißt du? Ja. Und dann auch der Solti geheiratet hat und so weiter. Das ist eine Verbindung, weißt du, wo dort oben vermutlich entstanden ist, gell? Aha. Nur zum Sagen noch, dann kommen wir wieder zurück zu dieser Schulzeit, oder? Dann ist Anni und dann ist es noch etwas gut schon seit und so. Die waren in der oberen Klasse. Die mussten im Winter uns spuren. Weißt du, da hat es keine Schnitzen gegeben. Vor dem Mittag hast du keinen gesehen, da mit der Schnitze rumfahren. Gell? Und dann haben die uns spuren. Und wir hinten nachgeschumpelt, da, gell, in die Schule. Bis wir dort oben waren. Das ist 2,5 Kilometer ein Weg. Oder? Ja. Und dann hat es am Mittag eine Milchsuppe gegeben. Sind wir da nicht heim. Wir sind am Morgen wieder heim. Also so die Schulzeit gesehen und eben, wie gesagt, viel mit dem Militär und Internierten und so, haben wir viel Kontakt gehabt und gesehen, was da in der Welt nicht gut läuft. Hier und da, weiss man mich noch erinnern, wo wir im Lublinger Kopf oben waren, was war das? Weiss nicht, englische oder amerikanische, weil die Superfestungen hatten, glaube ich, gell? Ist, oder? Und die Schweizer haben natürlich eher Kampfgeist, oder? Mit dem Moran und C-36 und so hinten nachher, gell? Und der bedrängt. Und vermutlich war der schon angeschossen gewesen. Und dann haben irgendwie den Strengbach unten, hat man gesehen, hat den Schleifer gemacht. Und haben ihn zur Landung gezwungen, oder? Die Superfestung. Und der ist der Bomber Schaffner, ist dann eigentlich dort aktuell geworden. Er hat sich dann Bomber
angenommen, hat der Most oder der Benzinteufel verkauft. Und ich weiss noch, mein Vater hatte einen Zehnter gehabt, weißt du? Er hat gesagt, komm hinten rauf, wir müssen mal einen Bomber Benzin holen, gell? Eine verrückte Keimwelt. Und wir haben noch Kriegszeit zum Glück gut erlebt. Wir haben in der Nähe das Lublige Käppeli gehabt, weißt du? Und das Lublige Käppeli war von Zeit zu Zeit offen gewesen. Und dort konnte ich so lebhaft. Leute, weißt du, wie verrückt, oder? Als alles zusammen gehört hat, oder? Wenn man zu killen ist. Am Bett, der weiss nicht, ob man bettet, der nur und wo der Krieg fertig war, hat es natürlich nichts anderes gegeben. Wenn er auch Leute dort haben, wenn man so fest geläutet hat, bis der Klöbel, weißt du, der hat angeschlagen. Ja. Fortgeflogen ist. Weiss ich noch, haben wir den suchen. Wenn ich als Stachuhröpfen weiss, dann haben wir den Einhänger. Da habe ich noch Komödie gesehen. Sonst ist das jemand gegangen. Ja, dann haben wir den, ist das langsam irgendwie ein bisschen ernsthafter geworden. Die Familie Schaller ja, sind eigentlich mehr immer ausgezogen, oder? Und haben dann schlussendlich das Glück gehabt, dass wir den Bienenzeppelhänsel, da eben da, das Plattenhaus, voll geworden ist, oder? Und dort hat sich der Pfarrer Fischer noch, weißt du, das ist damals viel so, eben wie du sagst, so ein bisschen interessant gelaufen, gell? Du bist, wenn die Feste sündigt, dann hast du mit dem Pfarrer wieder alles können gut machen und der Bienenzeppelhänsel hat die Liegenschaft in der Familie Schaller verkauft, weißt du, weil er eine gute Tat hat gemacht, weißt du, und ich finde das auch, es ist sehr gut gewesen, weißt du, und hey, sich doch der Weg entwickeln, oder, der Alfred gebaut, der Zempel Seppert auch gebaut mit der Marguerite und ist alles im Butter gesehen und die Familie hat sich noch zu dem Grossverband entwickelt, oder, und ist noch der, eben, jetzt in der Neuzeit angelangt. Gut, bevor wir noch in die Ferien gehen, weißt du, hast noch ein paar Bilder gezeigt. Und da habe ich noch bald vergessen, vom Klösterli müsstest du eigentlich die Alte, wo Claudia wohnt, das noch aufnehmen. Und das war eine Station, gewesen, wo der Grossvater auch noch gewohnt hat, oder? Und dann gearbeitet bis Jüris. Und Sägert Häusli ist eine Station, dort ist gerade bei Sanni geboren worden. Und der Grünker bei mir unten, oder? Wo dann der Meinrad und die restlichen gelebt haben. Das ist wäre noch etwas, wo man vielleicht vervollständigen könnte. Ja. Aber man weiss, wie der Weg ist gegangen und die Heimat gefunden worden ist, oder? Mhm. Wobei es, die Eltern natürlich, hauptsächlich Marianne in guter Erinnerung, auch der Schokli aufgeholt an dem Glück geschmieden. Gut, dann haben wir den Auszug noch, habe ich ja gesagt, vom Sepp, da habe ich eigentlich ein bisschen am wenigsten können verfolgen. Der ist immer schnell gekommen, ist wieder schnell weg gewesen. Aber den Franz haben wir eigentlich besucht noch am Wäldchen, oder? Das war noch ein Erlebnis für sich. Und auch wir haben wir natürlich in der Käserei, das Altlüder, noch miterlebt. Und der, was sie noch viel gemacht haben, ins Bündner Ruhe-Holzen, da mag ich mich noch erinnern. Das war irgendwie so in denen im Blut gewesen. Das ist auch beim Nachbar, der Alfred, der war im gleichen Alter gesehen. Die haben das Holzen, so einen Trieb gehabt, für den Holzschlag, gell? Der gute Alfred ist ja nachher ausgewandert nach Kanada und ist dort in einer Holzfällergruppe gelandet. Es wären noch die Zeiten gewesen, wo sie Kreien schiessen, weißt, hast du damals in der Freizeit ja nicht viel anders können machen, gell? Weißt du, so nach der Schule, oder? Hast du müssen ernsthaft mit irgendetwas befassen. Und beim Holz hast du die nötige Kraft ablassen. Das kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann sind einfach das eine und das andere ja geheiratet und haben selber eine Familie gegründet. Und wir haben jetzt heute auch wieder die Kontakte. Auf jeden Fall möchte ich dann am Ende noch danken, oder? Eben. Einmal für die Einladung und für die Jugendzeit, die wir gemeinsam miteinander verbringen. Übrigens darf ich noch erwähnen, weißt,
meine Seite hat eigentlich den Unglücksfall von Pfaffnau. Die haben in Pfaffnau gewohnt, in Weitelingen, oder? Und Bernhard Erni. Und die Erni sind wieder von Syris gesehen, weißt du, mein Grossvater, seine Frau, oder? Da siehst du die Verbindungen, gell? Mhm. Weißt du, wir hätten einander schon gekannt. Die Erni, oder? Darum ist es auch nicht so weit weg gewesen, dass man mit Schallers dann so gut verbunden hat. Mhm. Und dort, wo ich, also der Vater, Hof war, Bernhard Donis, oder? Dort war der Schaller Leons gesehen, oder? Und Leons war bei den Schaller ein Stammname gewesen, oder? Es gibt da mehrere. Aber der war kinderlos und hat dann die Frau Bernhard aus Liebe geheiratet, nehmen wir jetzt an, und hat das kleine Bernhard-Zäppli mitgenommen. Und der hat dann den Hof bekommen und so sind wir Bernhard dort dann, jetzt auf dem Sitz, wo wir einen Schaller gesehen haben. Das ist noch, eigentlich noch interessant, die ja. Verbindung. Ja. Gut, jetzt wünsche ich einfach deiner Familie noch alles Gute. Ja, gut gelingen und entwickeln in Altüren und auch in der ganzen übrigen Schweiz. Dann frohe Gemeinsamkeiten noch bis Jammersee heute noch und freudige Austausch von Erlebnissen. Dankeschön und hoffe, wir werden einander noch knapp ein paar jährlich sehen. Dass, wenn man über 80 ist, wo man eigentlich immer wieder denkt, ja, was ist morgen oder übermorgen. Oder? Aber wir hoffen das Beste.